Erklären Sie die Incoterm-Klausel FAS. Nun übersetzen wir das zunächst mal. Free Long Side Ship. Und was heißt das? Noch einmal, grundsätzlich muss man immer wissen, es geht bei den Incoterms um eine standardisierte Verteilung von Kosten und Risiko. Wie verteilen sich die Aspekte Kosten und Risiko auf die beiden Parteien, Verkäufer und Käufer, Exporteur und Importeur? Darum geht es immer bei diesen Incoterms. Und wie sind Kosten und Risiko an dieser Stelle hier verteilt? Machen wir uns das klar. Nehmen wir an, das sei hier der Verschiffungshafen. Hier ist das große, weite Meer und hier ist der Zielhafen. Der Hafen im Land des Importeurs. Der Verschiffungshafen ist im Land des Exporteurs, der Zielhafen ist im Land des Importeurs. So, und wenn die Klausel jetzt heißt FAS, Free Alongside Ship, dann bedeutet das, hier ist die Fabrik des Exporteurs, des Verkäufers. Und der Verkäufer zahlt nun, der Exporteur zahlt nun den Transport der Ware zum Verschiffungshafen. Und zwar so lange, bis die Ware hier alongside ship sozusagen abgeladen ist. Ja, hier ist das Schiff. Und die Ware liegt jetzt hier alongside ship. Sie ist noch nicht verladen auf das Schiff, sondern sie liegt noch hier auf dem festen Land. Und free alongside ship bedeutet, dass der Verkäufer den Haupttransport nicht bezahlt. Der Haupttransport ist der Transport übers Meer, sondern er bezahlt nur so lange, bis die Ware alongside ship, also auf dem Land hier noch aufgereiht ist. Ja, das bezahlt er. Und dann übernimmt der Käufer die Kosten für die Verladung und den Transport. Und an dieser Stelle geht auch das Risiko über. Das heißt, wir müssen sagen, Kosten und Risiko gehen an der gleichen Stelle über, nämlich hier an dieser Stelle. Bis dahin trägt der Verkäufer, der Exporteur Kosten und Risiko. Bis die Ware im Verschiffungshafen auf dem Land noch aufgereiht ist, entlang des Schiffrumpfs sozusagen. Ja, bereit für die Verladung. Und das ist der Punkt, wo Kosten und Risiko übergehen auf den Käufer, auf den Importeur. Er zahlt jetzt das Verladen aufs Schiff, den Transport übers Meer und den ganzen Rest. Und er übernimmt auch das Risiko dafür.